Auf dem Weg zur Freiheit. Zur Freiheit mit Edna. Edna bricht aus. Die nächste Folge, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir haben es rausgeschafft, wir haben sie den Generalschlüssel kopiert und haben uns den Weg, naja, mehr oder weniger in die Freiheit gebannt. No, sind wir nicht frei, wir sind immer nur innerhalb der Anstalt und sind jetzt auf der Suche nach einem Fluchtfahrzeug. Hier hinten steht auf jeden Fall die Limousine von Dr. Marcel. Und hier haben wir Garage. So, wir schauen gleich noch, was hier neu ist. Es geht hier einmal ums Haus. Was haben wir hier noch? Warte mal, hier ist da was. Deckel. Genug gedeckelt. Ja, genug gedeckelt. Aber nicht doch. Harvey ist noch gut in Schuss. Ah ja, gut. Okay. So, wir haben den Deckel geöffnet. Oh, wow, nein, im Ernst jetzt? Sehr lustig. Irgendwer da oben spielt mit meiner Motivation. Oha. Sehr lustig. Okay. Müsst ihr mich mit eurer Anwesenheit so deprimieren? So einen hab ich schon. Ich habe meinen eigenen. Okay. Ich werfe keine Lebensmittel weg. Seit wann das denn? Lass mich ausreden. Ich werfe keine Lebensmittel weg, solange ich niemanden damit treffen kann. Ah ja. Dazu hätte ich nicht übel Lust nach dieser Ernüchterung. Aber ich behalte ihn lieber. Okay, gut. Haben wir hier noch etwas? Dann würde ich sagen, wir gehen mal in die Garage. Und hier haben wir schon mal Starthilfekabel. Eine Autotür. War hier nicht gerade was? Nee. Autotür 8. Das Fenster zeigt auch noch was an. Okay. Hier fehlt übrigens ein Rad. Ein Schraubenschlüssel. Lackdosen. Okay, alles klärchen. Rüstzeug im Kampf gegen die Antriebslosigkeit. Jawohl, haben wir eingetütet. Der sieht nützlich aus. Dann nehmen wir mit. Ach, geil. Wie gut. Perfekt. Bordeaux Metallic. Oha. Bordeaux Metall. Achso, das ist bei allen das gleiche. Ihr okay. Unnützen Lackaffen. Ja. Eingetrocknet und alt. Wie Dr. Marcel. Oh, oha. Okay, cool. Wie bekomme ich die jetzt auf? Einfach aufmachen eventuell. Zu. Tja, immer dasselbe. Wie komme ich da nun wieder rein? Durchs Fenster? Ohne den Wagen nützt sie mir nichts. Die Tür, ja, gut, verstehe natürlich. Es ist einen Spalt weit offen. Ich komme nicht mit der Hand durch den Spalt. Wenn's doch nur so einfach wäre. Hallo? Ist da jemand drin? Okay. Keine Antwort. Ich habe eine Vision. Die habe ich auch. Von einem Land, in dem man Autotüren mit Startkabeln aufschließen kann. Super, dann lass uns da hinfahren. Tja nun. Edna, was machst du da? Psst. Ich stelle mir vor, die Tür sei eine Schraube, die ich einfach aufdrehen kann. Die ist so kann. Blöd. Ach, ja. Ich wollte, dass du die Scheibe einschlägst. Ja. Mann! Unglaublich. Unglaublich. Ich habe mal einen Iren gesehen, der ein Auto gegessen hat. Oh Gott. Sehe ich aus wie ein Ire? Okay, wow. In Wirklichkeit hat dieses Messer einen weichen Kern. Es tut nur so, als wäre es härter als die Tür. Armes Schlitzschlatz. Ah, ja. Sowas lernt man aus dem Fernsehen und aus Computerspielen.
Ist jetzt hier das was passiert? Das habe ich bereits erfolgreich geknackt. Oh. Und nun? Natürlich. Ich kann nicht fahren. Ich sollte mir Hilfe holen. Wir haben quasi ein Auto. Wir haben es aufgebrochen, natürlich. Wissen wir ja, wie das geht. Ich könnte Karriere als Autoknacker machen. Aber mit dem fahren wir halt immer noch nicht weit, ne? Es fehlt der Reifen. Das ist der ganze Rad, wenn man es genau nimmt. Und vermutlich werden auch die Schlüssel nicht stecken, könnte ich mir vorstellen. Aber gut, wir könnten auf jeden Fall mit dem Schlüsselmeister sprechen. Okay. So, da wird auch Ersatzreifen. Oh, tja, so ein Zufall aber auch. Es ist das fünfte Rad am Wagen. Richtig. Oh. Oh, hoppla. Wenn ich jetzt wieder hingehe, werde ich dann geschnappt? Nein, okay. Scheinwerfer, Limousine, ein Schild. Also wir müssen sie da vorsichtig ranwiegen. Wir können vors Haus ranwiegen, ja, ran Wagen natürlich. Okay. Wofür dieses P wohl steht? Pavian Popo. Zum Beispiel. Dann muss das Dr. Marcells Limousine sein. Oha. Dr. Marcel parkt da so dicht dran, dass ich nicht hinkomme. Ich würde gern, aber ich komme nicht näher ran. Mhm. Die Walkable Area Map ist hier zu Ende. Walkable Area Map. So, ihr wisst Bescheid. Starrt mich das Auto etwa an? Ja. Nein, versuch was anderes. Das ist nicht destruktiv genug. Schade. Nein, versuch was anderes. Das ist nicht destruktiv genug. Starrst du mich an? Was glaubst du denn wie ein Auto? Oh, Mann. Oh. Tja, nun. Also ich nehme an, das wird auch nichts ändern, wenn ich jetzt mit dem Schraubenschlüssel da dran gehe. Wenn ich ganz vorsichtig bin, dann schaffe ich es vielleicht, ohne die Alarmanlage auszulösen. Das wäre super. Oh, sie hat es echt geschafft mit dem Schraubenschlüssel. Oha! Oh! Netter Schlitten. Okay, damit hat die nicht gerechnet, bin ich ganz ehrlich. Du bist das Ross eines ungerechten Reiters. Damit hatte ich nicht gerechnet. Ja gut, dann würde ich sagen, bringen wir das Ersatzrad mal hier an. Wobei, außer der Autotür zeigt hier nichts was an, somit bringe ich hier gar nichts an. Nope. Okay, wir bringen hier nichts an. Egal, ist nicht schlimm. Wir gehen einmal ums Haus. Ein Zehngarten. Und, oh, Fenster. Spür dir, was ich spüre, was ich tun muss. Aber man sieht es leider nicht. Oh, wie schade. Die Vögel meiden Dr. Marcells Anwesen. Das wird den Piepsis schmecken. Sehr gut. Jetzt lass uns schnell verstecken, bevor die Störche kommen. Ich mach das nicht, um Störche zu fangen, Harvey. Richtig. Es ist vollkommen ungefährlich. Besonders für leckere Störche. Tja. Sehr gut. Ich mach ja, es hatten wir schon. Die Vögel. Oh, nein. Achso, die Vögel nee. Meiden Dr. Marcells Anwesen. Woran das wohl liegt? Cheep! Du bist schon ein komischer Vogel, Edna. Die Vögel meiden doch... Mann, schon wieder verdrückt. Oh ja, die Vogeltränke muss mit. Ich freue mich schon auf
benutze Vogeltränke mit Dr. Marcells Schreibtisch. Aber was ist das? Meine Hände sind zu schlecht gezeichnet, um die Tränke anzuheben. Oh Mann. Sapperlot. Sapperlot. Störche nehmen nur komische Vögel, verhinderte. Ein Achievement. So, Garten, Wachturm vors Haus. Heieiei. Mir ist aber gerade noch was eingefallen. Ich muss noch mal kurz zurückgehen. Ich habe ja hier auf der Limousine nicht den Ketchup probiert. Nein, versuch es. Okay, ja, hätte ja sein können. Also, gehen wir mal hier in den Zen-Garten. Schauen wir mal, was wir hier machen können. Oh. Okay. Okay, wir können hier zwar irgendwie ein Muster legen oder so, aber ich weiß noch nicht wirklich für was. Ich kann auch sonst nichts tun hier. Okay, das hat vielleicht, keine Ahnung, vielleicht später noch irgendwie irgendeine Funktion. Man wird sehen. Garten. Ach, eine Hake. Ob wir die für den Zehngarten vielleicht brauchen? Die Hake lehnt an der Wand, als wollte sie gestohlene Uhren verkaufen. Da ist was dran, ja. Sesam, öffne dich. Das war wohl der falsche Spruch. Wenn es doch so einfach wäre. Guybrush, Sweetfoot hätte sie eingesteckt. Wie oft soll ich das nur sagen? Ich werde doch nicht Dr. Marcells Garten machen. Ja, okay. Wir unterbrechen dieses spannende Adventure für den Gaga-Gartentipp, wenn das Laub mal nicht rot genug ist. Ketchup auf die Hake. Wow. Wir unterbrechen dieses spannende Adventure für den Gaga-Gartentipp, wenn das Laub mal nicht gelb genug ist. Oh, wow. Gibt es zu Senf und Ketchup eigentlich immer dieselben Sprüche? Ist ja voll langweilig. Ja, das dachte mir auch, Mauer. Das ist der erklärte Etappenfeind. Gut. Splonsch. Da komme ich doch niemals rüber. Dann nehmen Sie mich. Wenn es doch so einfach wäre. Sesam, öffne dich. Ach so, ich dachte, ich hatte bei der Hake diesen Spruch. Es sieht so aus, als würde sie Hi sagen. Hi. Das ist alles nur Mauer. Also außer der Hake ist hier nichts. Das ist nichts, was ich gerade sehe. Okay, dann können wir hier wieder zurück. Wachturm oder vors Haus? Gehen wir Richtung Wachturm. Wohl wissens, dass das wohl vielleicht ins Auge gehen könnte. Kamera. Die zeigt aber nichts an. Okay, das ist alles nicht wirklich. Wir haben nur die Tür, auf der steht Keep Out. Fässer. Hier bewahrt Dr. Marcel seine schiefgegangenen Genexperimente auf. Bist du sicher? Aha. Nein, aber es liegt doch nahe, oder? Ja. Darum gleich mal Ketchup drauf. Und Senf. Vielleicht sind die Tentakelwesen, die dort wohnen, gerade zum Bäcker. Ein wenig sperrig, meinst du nicht auch? Hä? Kein gutes Versteck. Immer ein Stromzähler. Mal wieder. Es wird viel zu viel Strom verbraucht. Ja, als das würde hat im Haus jemand Thema. Ständig. Nein. Das Thema hat man es schon. Wird kann viel man benutzen? Zu viel, als Nein. Spind, wurde mir gerade anzeigt, der hier. Spindig. Spindig, ja, durchaus. Hallo? Ist hier noch frei? Ein wenig. Ja, ein bisschen sperrig. In den Spind. Aha. Okay, also hier können wir sie verstecken. Scheint wohl so, als müssten wir das wohl auch bald tun. Dann schauen wir mal. Wer ist da? Oh oh. Na warte! Dich oh, krieg ich! Oh.
Ausgezeichnet. Hey, wo bist du hin? Hauptsache, er steht da unten, dann ist doch alles gut. So, was haben wir denn hier? Grüner Knopf. Monitor, Radio. Oh nein, er kommt. Oh, fuck. Oh oh. Hey, da bist du ja. Oh oh. Wie bist du an mir vorbeigekommen? Sag ich dir nicht. Spiel da nicht dran rum, sonst gibt's Ärger. Marsch, zurück zu den anderen und lass dich hier nicht wieder blicken. Okay, gut. Gut, gut, gut. Also da können wir nochmal rein auf jeden Fall. Das können wir einfach das gleiche nochmal machen. Und wir dürfen uns auf jeden Fall nicht so lange Zeit lassen, denn der kommt wieder. Wer ist da? Ja, ja. Na, warte. Ja, ja. Ich wollte eigentlich da in Ruhe mich umsehen da oben. Aber das klappt nicht. Also nichts mit Ruhe. Ich bin immer nur hier. Keine Zeit für... Keine Zeit. Warte. Das tue ich lieber nicht, solange wir noch kein Fluchtauto haben. Oh nein. Okay, alles klar. Hey! Also das ist auf jeden Fall der Knopf fürs Tor. So viel steht schon mal fest. Wir wissen, wie wir rauskommen. Das ist ja schon mal nicht schlecht. So, wir sind vor dem Haus. Haupttor, hinters Haus. Ist Haupttor quasi der Wachturm, ne? So, gibt es hier irgendetwas zu sehen? Der Haupteingang. Und dann geht es wieder zur Limousine. Dann würde ich sagen, wir gehen mal zum Schlüsselmeister und berichten ihm, dass wir Auto haben. Lieber nicht. Da sitzt diese Wache am Empfang. Okay. Dann nehmen wir halt nicht den Haupteingang. Schlüsselmeister. Gut, wir können ihn eigentlich... Oh, oh, da steht Dr. Marcells Chauffeur. Don't cry for me, Argentina. The truth is... Hallo? Ist da wer? Ich suche lieber einen anderen Weg. Hier ist niemand. Okay. Also komme ich hier nicht ran. Ist nicht schlimm. Der Wäschelift ist ausgeschaltet worden. Okay, ist doch schlimm. Ach du heiliger Bimbam. Ja, und nun? Vielleicht kann man Dr. Mantel helfen. Da musst du mal fertig sein mit Schleudern schon langsam. Herr Mantel? Er hört mich nicht. Okay. Okay, also Wäscheliftsystem ist außer Kraft gesetzt. Das ist eine miese Brise. Wir könnten mal schauen, ob er mit seinem Tunnel da fertig ist. Dann bräuchte man kein Auto. Hallo? Bist du noch da unten? Hallo? Ich glaube, er ist fort. Oh. Oh. Lieber nicht. Nachher komme ich nicht wieder raus. Und ich war lange genug eingelocht. Das ist ein Argument. Nein, danke. Ich habe genug Dreck. Das ist natürlich durchaus ein Argument, ja. Okay, über den Wäschelift komme ich nicht weg. Hier komme ich auch nicht weg. Hier geht's raus. Ach shit, wer ist denn er? Der Koch? Oha. Oh, scheint sich nicht für uns zu interessieren. Na, na, na. Er sieht beschäftigt aus. Hier, Senf macht glücklich. Ah ja. Schon gut, dann halt nicht. Er sieht beschäftigt aus. Das weißt du nicht mit Sicherheit. Ich frag mal. Guter bist Plan. Du beschäftigt, Koch? Siehst du? Sicher ist sicher. Richtig. Taschenkoch, jetzt auch mit Tragegriff. Tja, so einen hätte ich gern für zu Hause. Zuallererst bräuchte ich dann natürlich ein Zuhause. Der Trolley, der sieht auch so aus, wie wenn man damit was machen könnte. Oder sie sogar verstecken können. Vielleicht. Da hätten sogar alle meine Sachen Platz. Aber ich bin nicht hier, um den Stauraum zu testen.
Hallo? Jemand zu Hause? Unbewohnt. Ich bin mir sicher, wir können den bewohnen. Der ist ganz schön geräumt. Da hätten sie... Aber ich... Damit wird das Essen in die Küche transportiert. Das würde dem Koch wohl auffallen. Das könnte klappen. Ja. Der Koch guckt gerade nicht. Jawollo. Ja, perfekt. Okay. Da sitzen sie. Der Bienemann, der Doktor, der Adrian, Hoti und Moti. Ach, guck einer an. Hoti und Moti zeigen sogar was an. Und Peter und Petra wiederum näht. Okay. Psst, Hoti, Moti, hier unten. Wollt ihr etwas Senf dazu? Oh, wow. Es ist Wünsch dir was Tag. Und wir sind in der Kantine. Wir haben alles, was wir brauchen. Danke. Okay, ja nun. Ja nun. Die beiden teilen sich denselben Magen. Hey! Psst! Was gibt's zu essen? Heute ist Wünsch dir was Tag. Jeder bekommt das, was er möchte. Oder zumindest das, was unter seinem Namen eingetragen wurde. Die Liste hing seit einer Woche aus. Ich brauche wohl nicht zu erwähnen, dass damit einige Scherze getrieben wurden. Immerhin ist dies ein Irrenhaus. Ich habe einen Generalschlüssel und werde fliehen. Kommt ihr mit? Klar. Unter zwei Bedingungen. Erstens kommen wir nur mit, wenn du einen Fluchtplan ausgearbeitet hast. Zweitens musst du irgendwie die Wachen ablenken. Fluchtplan ausarbeiten, Wachen ablenken. Alles klar. Habt ihr eine Idee, wie ich die Wachen ablenken könnte? Der sicherste Weg ist eine Essensschlacht. Aha. Du musst nur irgendwie einen Streit provozieren, ohne selbst mit hineinverwickelt zu werden. Du musst eine Schwachstelle finden. Das lässt sie doch bestimmt machen. Ich verkriech mich dann mal wieder. Ist gut. Bis dann. Also ich kann auf jeden Fall wieder in den Trolley rein. Aber die anderen Charaktere zeigen halt auch gar nichts an. Hier war aber irgendwas. Doch, Fuß. Jawohl. Okay. Starterkabel mit Fuß. Das wird ihn wohl kaum in Gang bringen. Nicht. Die Frage ist, was wird? Wie schauen wir aus mit ein bisschen Ketchup und Senf? Oder Gabel? Nicht nötig. Da klebt schon genug Senf dran. Bevor ich anfange, für Unruhe zu sorgen, brauche ich erst einen Plan. Ach so. Dachte, wir haben schon einen Plan. Bevor ich anfange, für Unruhe zu sorgen, brauche ich erst einen Plan. Ja nun, und wie komme ich zu dem Plan? Frag mal für einen Freund. Es klingt so, als ob da drin gegessen wird. Ich riskiere mal einen Blick. Da gehe ich lieber nicht einfach so rein. Es wimmelt nur so von Wachen. Ach darum, da waren wir unserer Zeit schon wieder ein bisschen voraus. Okay, ich verstehe. Ach, guck einer an. Streit und Zetteln, da schau dir das an. Wir können hier wohl Dinge verändern. Das ist doch ausgezeichnet, oder? Können wir das? Ja, können wir. Hä? Was ist jetzt? Wir schauen einfach nochmal, inwieweit. Wir haben jetzt mal irgendwas verändert. Der Koch guckt gerade nicht. Wir haben jetzt mal irgendwas verändert und schauen, ob sie da auch was tut. Nicht wirklich. Hey! Psst! Ich verkriech mich dann mal wieder. Ist gut. Bis. Okay. Hoti-Moti-Trolli. Es ist hier sonst nichts, oder? Nö, nur der Fuß. Und da wird sie ja jetzt nichts verändert haben, nehme ich an. Bevor ich anfange für... Also ich kann hier zwar alles Mögliche verändern. Weiß aber nun im Moment noch nicht wofür.
Dann habe ich hier den Koch. Mit dem kann ich aktuell nichts tun. Der Topf ist noch immer hier. Hui, das wird lecker. Das ist den Koch, lässt ihn auch völlig kalt. Das klappt so. Ja. Schauen wir aus mit Fußnägeln. Das klappt so nicht. Hui, das wird lecker. Okay, cool, dass wir drüber gesprochen haben. Ja nun. Oh, da steht... Ach so, da steht der Chauffeur, da komme ich halt gar nicht rum. Da komme ich halt gar nicht rum, tatsächlich. Okay. Eventuell nochmal bei den Akten vielleicht, was bezüglich Essen noch was Neues. Aber vermutlich nicht, nehme ich mal an. Schauen wir nochmal, ob da zufälligerweise eine neue Info kommt. Das soll eine Krankenakte sein? Ich zitiere. Name? Der Mann mit dem Bienenkostüm. Erstes Haustier? Ein schwarzes Pony. Besonderheiten? Wurde beim Sportunterricht immer als erstes ausgewählt. Dieses Ding haben wir schon, mehr steht hier nicht. Okay, diese Sache haben wir ja schon erledigt. Zeigt der unten auch noch was an vielleicht? Nein. Okay, also hier kommen wir nicht weiter. Mit Wäscheliftsystem kommen wir auch nicht weiter, weil deaktiviert. Das heißt, ich komme eigentlich nur wieder raus von hier. Ich komme weder hoch noch sonst was. Ich müsste eigentlich zum Schlüsselmeister. Was mir aber nicht möglich ist. Nein, sag jetzt nichts über Frauen und Technik. Ich bekomme schon raus, wo der hinpasst. Ja, wäre natürlich top. Was ist, wenn wir hier nochmal einen Alarm auslösen? Jetzt, wo das Ersatzrad fehlt. Bringt uns das vielleicht weiter? Ah, Moment mal, da kommt ja die Wache, der Chauffeur kommt ja raus. Ja. Wer war das? Der Chauffeur kommt raus, wenn wir jetzt schnell genug sind. Scheiße, vergangen. Fuck. Ja, alles klar. Perfekt. Perfekt. Wir müssten... Ich kann das Wäscheliftsystem ja gar nicht mehr benutzen. Aber das brauche ich auch gar nicht. So, wir quatschen mit ihm. Ich habe einen Lieferwagen gefunden. Hast du das? Gut. Yes. Meine Hoffnungen in dich waren also nicht vollends vergeudet. Er steht in der Garage im Fuhrpark. Geh schon mal vor. Wir treffen uns dort. Ah, perfekt. Perfekt. Wolltest du nicht mitkommen? Ich sagte es bereits. Wir treffen uns in der Garage. Okay, dann schauen wir mal. Wir treffen uns in der Garage. Da bist du ja schon. Ja, da bin ich. Einen tollen Schlitten hast du hier gekapert. So, nicht oder? Nur, dass ein Hinterrad fehlt, der Motor springt nicht an. Ich glaube, es ist die Elektrik, aber ich bin kein Fachmann. Und jetzt? Tja... Einen Reifen kann ich mir geben, oder? Ich habe einen Ersatzreifen besorgt. Sehr gut, Igor. Oh, dann wow. Brauchen wir jetzt nur noch einen Wagenheber. Oh. Ja nun. Das hier könnte uns sicher helfen. Wie clever von dir. Aber soweit ich weiß, braucht man zur Überbrückung eine aufgeladene Energiequelle. Vielleicht sollten wir lieber die Meinung eines Experten einholen. Und das wäre wer? Du Experte, du? Ach, Oti und Moti vielleicht. Vielleicht könnten uns die helfen. Da bin ich wieder. Ah ja, pass auf. Können wir dann endlich los? Noch nicht ganz.
Zuerst müssen wir noch den Motor in Gang bekommen. Da brauchen wir einen Spezialisten. Jemanden, der sich mit Elektrizität auskennt. Gut, da wär da. Dann fehlt uns noch ein Hinterreifen. Du musst Hallo, einen Ersatz finden. Und eine Art Wagenheber. Wenn okay. das alles geschafft ist, kümmern wir uns um das Haupttor. Okay. Was unternehme ich wegen des fehlenden Hinterreifens? Ich bin ganz zuversichtlich, dass du einen Ersatzreifen aufhalten kannst. Was unternehme ich wegen des Motorschadens? Ich glaube, es ist die Zündung. Da brauchen wir einen Spezialisten. Jemanden, der sich mit Elektrizität auskennt. Wie bekomme ich das Haupttor auf? Das weiß ich schon. Die einzige Möglichkeit ist der Knopf im Wachturm. Leider ist der Wachmann ein echter Choleriker. An dem kommst du nicht so ohne weiteres vorbei. Lass dir was einfallen. Easy. Überhaupt kein Problem. Er hat mir nichts getan. Noch nicht. Ich behalte den Schläger lieber griffbereit. Okay, aber im Endeffekt hätten wir ja jetzt einen Plan. Schauen wir mal, ob das reicht. Das könnte klappen. Der Koch guckt gerade nicht. Alumen sitzt vor allem gar nicht hier. Ist der noch oben? Da müsste ich schauen. Bevor ich anfange... Okay, also Plan haben wir auch noch immer keinen. Kann ich jetzt... Oh, schon, oh. Nee, da ist wieder hin. Moment. Oh, oh. Ja, ja. Hallo? Ich suche... Alles klar.